Hallo liebe Freunde, Zimis Klappe ist wieder unterwegs und wir sind heute mal nicht in Dresden, sondern wir sind direkt in Chemnitz gelandet. In Chemnitz. Und in Chemnitz gelandet unter anderem auch er, Kai Ebel. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, zum ersten Mal im fortgeschrittenen Alter Chemnitz zu besuchen? Im fortgeschrittenen Alter, das habe ich jetzt erstmal überhört, aber generell habe ich mir gedacht, ich muss da mal überlegen, wo kommen diese wunderschönen Hemden, wo kommen die eigentlich her, wo entsteht die Idee, wo ist die Quelle? Und da habe ich mich auf Spurensuche begeben und da bin ich tatsächlich in Chemnitz gelandet. Ich habe es vorher noch nicht geglaubt, aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt willst du mal wissen und tatsächlich, hier ist die Quelle, ich habe es gemerkt. Ich meine, wir wollen an der Stelle auch mal feststellen, das fortgeschrittene Alter ist gar nicht so schlecht. Ne? Wenn er die Hälfte nimmt, wird er 110, aber stimmt ja alles gar nicht. Doppelte. Das Ding war doch das Ausschlaggebende. Das haben wir doch zugeschickt gekriegt mit der Post. Overnight? Aha. Irgendwann, vor 5 Jahren. Schon lange her. Da sind alles bunte Hemden drin, ja? Wir wunderbar, ja. Und auf einmal hat immer. Der Ebel Folgendes gemacht und hat gesagt, das sieht gar nicht so schlecht aus wie jetzt. Da werde ich mich doch mal kontaktieren mit ihm, unserem Gastgeber, mit René König. So war es doch wirklich. Ja, aber das widerspricht ja dem nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte nur ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja. Manchmal vergisst man ja bei den vielen Globetrotter-Reisen so viel. Aber du wolltest jetzt nicht wissen, ob ich schon mal in Chemnitz war. Nee, war ich noch nie hier. Nein. Nee, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich war zwar schon oft hier in der Gegend unterwegs, viel mit Boxen, viel mit Formel 1 oder Motorsport oder Motorradsport war es damals sogar mal, aber extra wegen der Hemden hier hin, das ist Premiere. Das ist wirklich Premiere, zumal ja, wie gesagt, Holstein-Ernsthal gleich nebenan ist, aber das hat ja nun wieder gar nichts mit Formel 1. Aber da war ich schon. Schon mal geguckt? Da war ich schon, aber da haben wir, glaube ich, in Zwickau gewohnt, wenn mich nicht alles täuscht und nicht in Chemnitz. Ja, die Hot Volley wohnt immer in Zwickau. Ich bin ja nicht die Hot Volley, dann hätte ich in Chemnitz gewohnt. Wir begrüßen erstmal ihn. Hallo. Wegen ihm ist ja dieses Haus entstanden. Er hat es zumindest erstmal unter seine Fittiche genommen und hat einfach, glaube ich, gesagt, jetzt versuche ich mal was Neues. Genau. So, und das Neue, das würde mich jetzt mal sehr interessieren, wie das eigentlich über Nacht oder am Tag oder aufgrund von irgendeines Ereignisses, wie das kam. Ja, ne, das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Also ich komme eigentlich aus der Werbung, aus dem Grafikdesign, aus den visuellen Dingen, nicht aus der Textilie. Und ich war Ausstellungsgestalter und hatte eine Werbeagentur und habe für viele Künstler Kataloge gemacht. Und anderem auch für den Gregor Thorsten Koschig. Und wir hatten 2002, Entschuldigung, kurz nach den Terroranschlägen am 11. September in New York, hatte er eine Ausstellung und da haben wir so große Kleider raumgreifend als Installation gemacht mit Motiven des 11. September, wo die Flugzeuge in die Tower geflogen sind, haben das künstlerisch verarbeitet und das war eine tolle Installation. Und dann sind die Leute gekommen und sagen, ey, das ist ja cool, Mensch, sowas als Mode und so, das wäre doch geil und Kunst und Stoff und so war die Idee. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben dann Entwürfe gemacht, am Computer gemalt, gezeichnet, collagiert und so weiter. Und hatten da eigentlich schon eine ganz kleine Kollektion, die hieß damals Not Now, also No Terror, No War, war das Kürzel. Und natürlich sind wir, sag mal, über so einen Prospekt an Collagen nicht drüber hinausgekommen, weil zwischen der Idee, wo man jeden Tag eine hat, und der Realisierung, da ist ein ganz tiefer Graben. Und den musst du erstmal durchschreiten. Und der tiefe Graben heißt Produktion. Produktion, dass es funktioniert, und Produktion, die musst du bezahlen können, du musst das was verkaufen können. Und ein paar Jahre später, 2010, hatte ich für so eine Modefirma Prospekte gemacht und die sagt, Mensch, das macht mit der Kunst und so, das ist toll, mach doch mal was auf Stoff und das ist doch die Idee, Mensch. Und haben wir überlegt, was machen wir da, das ist eigentlich eine tolle Idee, lass uns Hemden machen mit Kunst und so auffällig, wie man sie heute hier hat. Mittlerweile sind es 180 verschiedene Designs und das war die Uridee auch, die bis heute durchgehalten ist. Und aber es gab keine Firma, die das hätte umsetzen können. Und ich dachte, als Ausstellungsgestalter hast du mit vielen komplizierten Dingen schon zu tun gehabt. Das kann nicht so schwer sein, so ein Hemd zu produzieren. Also ein bisschen Stoff einkaufen, ein bisschen bedrucken, ein bisschen nähen, ein bisschen zuschneiden. Ja. Im Endeffekt hat das ganze Thema in der Entwicklung jetzt 8 Jahre gedauert, bis dieses Produkt so jetzt produziert werden kann, wie es produziert wird.
Und ich habe den Produktionsprozess der Hemden ganz anders getaktet, ganz neu definiert. Und wir können Hemden machen mit Künstlern und mit Oberflächendesigns, wo ich behaupten würde, dieses Konzept ist weltweit einmalig. So, und dem Kai Ebel hat ein Freund zu mir gesagt, Mensch. Sozusagen der Kunde beim König. Sehr gut. Mach weiter. Und dann 2013 waren wir zu weit, dass wir mit den ersten Hemden in die Öffentlichkeit gehen konnten. Hatten wir ein Interimsgeschäft in der Innenstadt, nur für 2 Monate. Wir hatten diesen Katalog gemacht. Und da sagte ein befreundeter Unternehmer, schick doch mal dem Kai Ebel, machst du was hin, da trägt er mal so verrückte Sachen und so. Und ich sage, ja, Kai Ebel, Formel 1, schon mal gehört. So, und habe ich dann ihm gegoogelt und habe 2 Adressen gefunden, eine private und eine vom Management, und habe 2 Kataloge rausgeschickt. Und wenige Tage später kriege ich einen Anruf und wir sprechen und sagt, ja Mensch, mit den Hemden, das ist toll und so weiter. Und ich dachte aber, es ist sein Management, weil ich ihm gar nicht vermutet hatte. Und dann haben wir ungefähr 3 Minuten telefoniert und dann merke ich, ach, das ist da doch Kai Ebel, direkt, selber. So, und da sagt er, Mensch, du machst so tolle Sachen. Was möchtest du haben? Ach, schick mir her, was du hast. Und ich finde die alles so geil. Und und dann habe ich ihm ein großes Paket gemacht und aus der ersten Kollektion. Und seit 2014 ist er ein Germans-Träger. Interessant ist der Satz, schick mir her, was du hast. Naja, nicht ganz. Also das war kein wörtliches Zitat. Nein, so ist nicht. Das war. Nein, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe den Katalog hier auch gesehen. Und also ist ja nicht so, als wenn er der Einzige ist, der mir mal was schickt. Komischerweise kommen die Leute bei mir auch schon irgendwie auf das Thema Klamotten und Mode zurück. Und dann habe ich die Dinge aber gesehen. Nicht erst seit der Zeit, also es ist schon eine Weile. Und dann habe ich aber die Hemden gesehen und habe gedacht, Mensch, das könnte was sein, das passt bei dir gut ins Portfolio, man muss sich ja wohlfühlen. Jetzt sind Hemden aber etwas, das muss man anprobieren, das muss man anfassen, weil manche sehen vielleicht toll aus und dann in Wahrheit kratzt man sich den ganzen Tag, weil die Qualität nicht stimmt oder was auch immer, oder man kann sich nicht bewegen, weil sie zu hart sind. Weiß der Teufel. Also muss man einfach mal so einen Überblick haben. Da habe ich gesagt, wenn du mal so eine Handvoll einfach mal schicken kannst, dass man so drüber gucken kann, wie sehen die wirklich aus, wie sitzen die bei mir, wie stehen die mir und so weiter. Aber ich hatte einfach von Anfang an so ein gutes Gefühl. Gut, ich wusste auch, Mensch, die Marke kennst du nicht und Mode aus Deutschland und aus Chemnitz ist vielleicht nicht so der erste Begriff, wenn du so nachdenkst über Mode, wo kommt die her? Dann hat man schnell Mailand im Kopf, dann vielleicht auch Florenz, vielleicht auch Paris oder an Designer denkt man vielleicht auch an Belgien oder Holland, aber so schnell kommt man nie auf Chemnitz. Aber da hatte ich ein gutes Gefühl und sage, Mensch, da machst du was ganz anderes und das hat auch keiner. Jetzt probier mal. Das heißt, er ist mittlerweile zum Künstler geworden und das, was er anhat, ist Kunst. Richtig? Ich trage Kunst, es ist tragbare Kunst, genau. Damit wir das auch mal richtig stellen. Ja, also ich habe mal ein schönes Zitat, das lese ich jetzt mal vor, weil das ist ganz neu. Man kann im Fernsehen auch zitieren. Also, das Germans ist ein Kunstwerk, ein Statement für Ästhetik, ein Faksimile visionärer Fantasien, ein verwebter Traum, eine Symbiose aus Hightech und Handwerk, eine Leidenschaft und schlussendlich auch ein Hemd. Aber es ist ganz zum Schluss erst ein Hemd. Aber nur zum Schluss? Ja. Kann man das waschen? Das kann man 100-mal waschen. Ach so. Man kann es auch reinigen lassen. Und man kann es reinigen lassen und man kann das vor allen Dingen tragen. Das einzige Kunstwerk, das man reinigen lassen kann. Ja. Ja, genau. Nicht mehr. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir merken, Mensch, in Chemnitz kriegt das ja gar keiner so richtig mit, sondern nur weltweit, weil ja, Achtung, durch seine Übertragung inzwischen schon 150 Millionen, zumindest mal nicht bloß den Ebel, sondern das Hemd gesehen haben, also das Kunstwerk, ne? Und jetzt ist er praktisch dazu zum Influencer geworden. Sozusagen, ja. Ja. Aber nicht bei YouTube oder Instagram, nee, sondern im TV. Gut, dann haben wir das fest. Das ist doch schon mal schön. So, liebe Freunde, und jetzt wollen wir natürlich mal reingehen in das Leben des Paradiesvogels. Ne? Denn wir haben uns natürlich fündig gemacht. Aber es geht, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht anders. Gut, es war eine andere Zeit, 1992, obwohl es war ja schon fast die Zeit. Da hat er so lange die Gänge von RTL in Köln unsicher gemacht, bis sie gesagt haben, los, komm jetzt rein und mach hier was. So war es doch, oder? Nicht ganz, aber ich bin wirklich wie die Kuh zum Ei gekommen zur Formel 1, denn eigentlich hat mich doch mehr Boxen und Fußball interessiert und wir haben damals die Bundesliga-Rechte verloren,
War ein ganz bitterer Moment im Übrigen. Die meisten Kollegen sind weggegangen. Die Sendung hieß Anpfiff. Genau, die Sendung hieß Anpfiff. Mit Uli Potowski, dem Erfinder. Und für uns kam dann der Abpfiff vom Anpfiff. Es gab keinen Fußball mehr. Ja. Es ging rüber zu den Kollegen von Sat 1. Von da ab hieß es dann ran. Und für viele von uns hieß es aber nicht ran, sondern weg, weil viele Kollegen sind entweder dem Fußball hinterher, haben dann gewechselt, oder aber sind zum damals neu gegründeten, Achtung, MDR gegangen. Da gab es auch Fernsehen hier und da ging nämlich damals ein Kollege von uns als Sportchef hin, da ging der eine oder der andere Kollege mit. Der Kollege Mohren. Genau, Wilfried Mohren ist auch noch ein Begriff, ja. Und ja, dann habe ich gedacht, wenn so viele weggehen, ich war damals Volontär, dann bleibt hier auch irgendwie Arbeit übrig. Und ich hatte ein gutes Gefühl, was den Sender RTL, den Namen angeht. Und habe gedacht, das ist so was Frisches, Neues. Und ich kannte Radio Luxemburg aus dem Radio, war immer ein großer Fan auch. Und habe gedacht, da passiert noch was. Und genau so war es. Und mein damaliger Sportchef sagte dann zu mir, du pass mal auf. Das war Burkhard Weber. Burkhard Weber, wir brechen jetzt hier neue Zeiten an. Du kennst dich doch im Boxsport aus. Guck doch mal, ob wir da was machen können. Da habe ich gesagt, ja. Klar, gibt zwei große Namen. Der eine, der ist gerade Profi geworden, kommt aus dem Osten, absoluter Saubermann, Henry Maske, Frankfurt kann Oder. Man was mitmachen, aus Frankfurt Oder. Sagt er, ja, super, was ruf doch mal an oder check doch mal. Ich sage, ja, den Manager kenne ich, kann ich mich mal erkundigen. Und dann den anderen, den es gibt, der heißt Graziano Rocchigiani, den kriegen wir im Moment leider nicht, weil der ist schwer erreichbar momentan. Also der war ja noch eine Gewichtsklasse. Genau, war eine Gewichtsklasse, aber der saß gerade noch eine Haftstrafe ab. Aber da konnten wir also nur den einen gerade nehmen. So fing die Boxgeschichte an. Dann haben wir festgestellt, tolles Thema. Und ich war auf einmal der Beauftragte für Boxsport. Schön. Haben wir aber gedacht, im Jahr gibt es vielleicht maximal 4 oder 5 Boxkämpfe. Reicht aber nicht, um sich ganz zu beschäftigen. Da fiel meinem Chef ein, ja Mensch, wir haben ja noch die komplette Formel 1, die damals in einer sogenannten Autoredaktion versteckt war. Und das war ein Ein-Mann-Unternehmen. Und sagt er, nee. Das holen wir in den Sport rüber, schließlich ist es Sport. Wir haben da die Rechte, das sind 16 Rennen im Jahr und da kannst du dir auch mal welche von angucken. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was soll ich mir denn angucken, wie diese Idioten im Kreis umherfahren? Das ist doch nichts für mich, ich habe auch kein Benzin im Blut. Das hat der Ebel gedacht? Das hat der Ebel gedacht und gesagt sogar, auch gesagt, meinem damaligen Chef. Was man damals alles sagen durfte. Tu mir eingefallen, guckst dir doch einfach mal an und dann entscheidest du. Und dann war es ein zarter Mai 1992, nach Barcelona hin und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, mein lieber Mann, das ist eine ganz große Nummer hier, das ist ja wie eine Fußball-WM, wie Olympische Spiele, nur das Ganze findet alle 14 Tage statt. Also wenn es da nicht Möglichkeiten gibt, es ist einfach eine Mischung aus Hightech, Wirtschaft, Showbiz und auch noch Spitzensport, da gehört einiges zusammen, also da kann man noch eine Menge bewegen und da habe ich mich entschieden, ich gucke es mir noch mal ein bisschen länger an und habe gedacht, jetzt machst du mal so 10, 12 Rennen und dann vielleicht noch mal so ein Jahr, bis du die ganze Welt gesehen hast. Dann beruhigst dich wieder und machst weiter deinen Boxsport und bis dahin haben wir bestimmt wieder Fußball. Daraus sind geworden jetzt mittlerweile 481 Rennen. Guck mal an, ja. Der kleine Penela aus Mönchengladbach, auf der immer sein grünes Herz, deshalb habe ich heute ein grün-weißes Hemd angezogen, sehr schön. Für die Borussia entdeckt sehr hat, gut. Ja, der wahrscheinlich ja. Noch Jupp Heynckes hat persönlich spielen sehen. Den ich auch persönlich sehr gut kenne, selbstverständlich. Und natürlich auch Lothar Matthäus. Und natürlich auch Günter Netzer, alles was Rang und Namen hat, ja, ich war dabei. Mein lieber Mann. Und ja. Der hat dann auf einmal die große Kurve gekriegt, wenn mir damals weil einer gesagt er hätte, nur eines wollte. Die Welt bereisen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber wenn mir damals einer gesagt hätte, ich gebe irgendwann mal ein Buch raus, das da heißt Mr. Boxengasse, also den hätte ich, glaube ich, verhaften lassen. Aber so war's. Und tja, wir wissen ja, wo das geendet hat. Aber ist ja ein Happy End. Wollen wir nicht drüber reden. Ist ja noch nicht zu Ende. Da wollte ich mal sagen. Ist ja noch nicht zu Ende. Wir hatten ja jetzt das 500. Rennen. Ne? Zumindest die Formel 1 ist mal ein Happy End. Ne? Auf jeden Fall. 500. Rennen hatte ich noch nicht. Ich bin bei 481. RTL hatte 500 Rennen, aber Kai Ebel noch nicht. Aber das kommt noch. Wissen wir schon, an welchem Ort? Müsste ich mal durchrechnen, nächstes Jahr. Aber wir wissen ja in noch China, nicht, ob der Kalender so stehen bleibt. Nee, ich glaube, es wird doch irgendwie was Angenehmeres. Ja. Ach so? Ja, ja. China nicht schön? Nee, das könnte irgendwie, ja, es könnte vielleicht sogar Monza werden oder wer weiß, wäre nicht schlecht. Oder Singapur, hätte auch was. Singapur hat Schauen auch Schauen wir was. Mal. Nachtrennen. Aber ich denke, es wird noch klappen mit den 500. Natürlich. Gehen wir fest wir sind aus. Ja noch frisch und jung, ja, haben wir ja festgestellt. Ja. Haben wir denn wenigstens den Künstler schon mal mitgenommen? Den Was Künstler diesmal haben wir bei der Formel König 1 ist. Bisher noch nicht gesehen. Der kommt immer nur, wenn die Autos nicht fahren. Warum? Der arbeitet zu viel. Ich arbeite zu viel, ja. Das ist wirklich wahr. Da könnte man doch weitere Wege aufzeigen. Müsste man mal gucken, ob das funktioniert.
Ich meine, gut, es gibt natürlich auch viele Mädels, die bei der Formel 1 ordentlich... Der Gefahr wollen wir eben noch gar nicht erst aussetzen. Ach so, ja, jetzt sind wir ja fast schon... Jetzt sind wir fast schon bei der Wahrheit. Ne? Jetzt sind wir ja schon bei der Formel... Hinzu kommt noch die Flugangst. Ne? Hatte? Ist nicht. Nein. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Bei dem Wort Flug fängt er sofort an zu schwitzen hier. Also, nein. Aber das wäre doch mal was. Also ich bin schon Bungee-Jumping gemacht, statt Flugangst. Ich auch schon. Ja. Zusammen? Nein. Händchen an Händchen? Nee, einzeln, aber Seil war dabei. Genau. Da ziehe ich aber jetzt einen Hut. Ja. Weil das muss man ja nicht machen. Ne? Ja, ich war damit sogar im Fernsehen damals. Da war ich schon RTL. Ach so, war Fernsehen dabei. Nee, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber ich musste. Ich hatte dann. In welcher Höhe hat's wurde dazu genötigt. Was war denn das? Was mit Geld oder einfach so? 56 Meter oder sowas. Okay. Ja. Wie viel? 56 Meter. Na, ich bin als 80, aber ich merke es mir nicht, egal. Er hat nicht gekriegt, also im er Endeffekt, hat das gekriegt. Spielt's keine Rolle. Im Endeffekt war ich nur froh, dass das Seil gehalten hat. Weil es war auf dem Parkplatz, komischerweise, auf dem Parkplatz in Köln. Ja. Weil eigentlich, man kennt es ja, dass man im Wasser eintaucht, aber die haben das auf einem Parkplatz aufgebaut. Da habe ich so gedacht, naja, eintauchen wäre mir lieber gewesen, weil wenn man in den Beton eintaucht, dann war es das. Ich wollte gerade sagen, was geht einem da so durch die Rübe? Ja, meist der Beton dann. Eben, ja. Nach dem Motto, mein Gott, wie sehe ich da unten aus? In dem Moment. Und dann vielleicht noch sein Hemd an. Ich war schon froh, dass sie das Seil an den Knöcheln und nicht am Hals festgemacht haben. Aber andere Geschichte. Braucht man das fürs weitere Leben? So ein Sprung? Es ist eine Erfahrung, aber man braucht es nicht. Nee, hat auch so gelebt, ja. Man ist auch kein zweites Mal. Ach, das könnte man schon, aber ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz. Aber es ist eine interessante Erfahrung einfach. Es ist ja einfach der Punkt, dass man sich mal zu etwas überwindet, was man vielleicht gar nicht machen möchte, sich mal seinen Ängsten stellt. Dafür ist es ganz okay, aber ich würde es nicht zur Pflichtübung ausrufen jetzt. Ich muss trotzdem noch mal fragen, Flugangst ja, aber vom Seil hüpfen? Nein, ich habe keine Flugangst. Ach so. Ja, nein, Ruhe. Das ist nur ein Gag. Das war ein Gag. Ein Gag zwischen uns, ja. Ein Running Gag, Donny, hoffentlich. Nein, ein Running Gag ist es noch nicht. Ein Flying Gag in dem Fall eher. In diesem Falle ein Flying Gag. Und jetzt sind wir sofort wieder, ja, das ist ja schon fast Fliegen, was die da machen bei der Formel 1. Ja. Nein? Erdgebundenes Fliegen, ja. Das ist ja auch nicht immer so einfach, wenn man dann die Meldung verbreiten muss, dass eben einer wieder wenig ist. Ja. War ja letztens erst wieder der Fall, es war nicht bei der Formel 1. Formel 2 war es, ja. Und da gefriert einem doch so ein bisschen auch das Blut, ne? Wenn man in der Familie dabei ist. Ich glaube, Ebel kann von einer Familie sprechen, bei der er dabei ist. Ja, alle 14 Tage trifft die sich. Das ist ein schwieriger Moment, auch wenn ich den Antoine Hubert nicht persönlich gekannt habe. Ich wusste, wer er ist. Aber mit der Formel 2 hatte ich nicht so viel zu tun. Von der Formel 2 kenne ich halt den Mick gut, den Schumacher Junior, aber den Antoine Hubert, den kannte ich nicht so gut. Nichtsdestotrotz ist man geschockt, wenn man das mitkriegt, weil wir sind alle Verdrängungskünstler. Wir wissen alle, wie gefährlich Motorsport ist. Die Sicherheitsstandards sind mittlerweile sehr hoch, aber ein Restrisiko bleibt immer, genauso wie ich jetzt hier aufstehen kann, ausrutschen, mit dem Hinterkopf auf den Tisch schlage, dann war es das auch. Deswegen verbieten wir danach die Tische nicht. Weil der Unfall, so wie er war, war ein, wie die Fahrer selber sagen, ein Freak-Unfall. Den hätte auch keine Sicherheitsmaßnahme irgendwie aufgehalten. Da nutzte der Halo nichts, die Carbonzelle nicht. Wenn man in der Geschwindigkeit, wir reden da von 300 Stundenkilometern oder annähernd 300, ein kleiner Fahrfehler oder zwei stoßen zusammen, der stößt in einer sehr schnellen Kurve gegen die Bande, kommt quer zurück auf die Strecke und der andere, man nennt das, die Engländer sagen, T-boned ihn, also hat ihn aufgespießt wie ein T-bone-Steak. Das Ding bricht in der Mitte auseinander, das Monocoque, mehr brauche ich gar nicht sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir den Unfall nicht nochmal gezeigt haben. Schreckliche Bilder. Und das ist ein Unfall, wie er ja leider passieren kann, aber zum Glück auch nicht häufig passiert. Also die Sicherheitsvorkehrungen, sicherlich versucht man die auch immer wieder zu verbessern in der Formel 1. Die haben aber schon einen sehr, sehr hohen Standard. Aber alles Risiko ausschließen kann man genauso wenig wie ein Flugzeugabsturz, wie ein Unfall auf der Autobahn. Die Autobahn wird danach auch nicht für immer geschlossen, wenn es einen Unfall am Kreuz A7 oder A4 oder sonst wo gibt. Also insofern, da sind wir alle ein bisschen auf das Schicksal angewiesen. Ich merke, wenn er erzählt, ne, da ist er auf seiner Straße, die er da hat, das ist klar. Wie ist es denn eigentlich vorm Rennen? Macht man sich da die Gedanken, welche Frage stelle ich jetzt wem da, so 2 Minuten bevor die Ampel auf grün schaltet, oder kommt das einfach? Nee, das ist schon so, dass ich mich auf sehr breiter Basis vorbereiten kann, aber ich kann nicht, ja sicher.
Weil der Punkt ist so, man kann nichts aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher nichts reingesteckt hat. Also muss ich vorher eine Menge reinstecken, allerdings weiß ich nicht, was ich wann brauche. Ja. Das ist wieder der Punkt. Aber ich kann mir dann schon vorher vorstellen, heute rede ich mit Max Verstappen, heute rede ich mit Herrn Hülkenberg oder es gibt ein Thema mit Lewis Hamilton. Dann steht aber plötzlich ein Antonio Banderas vor einem, der vorher nicht angemeldet war, der aber auch bekannt ist, dann sollte man da auch zwei Sätze zu wissen. Oder wenn man weiß, der Michael Douglas kommt, ja, dann hat er aber die Catherine Zeta-Jones dabei, seine Frau, dann sollte man zu der vielleicht auch so ein bisschen was wissen. Oder wenn Helden der Vergangenheit dann kommen oder italienische Fußballer beim Großen Preis von Monza. Also es ist immer gut, wenn man auf einer breiten Basis vorbereitet ist, damit man aus dem Ärmel eben tatsächlich auch was rausschütteln kann. Das ist schon wichtig. Aber das ist doch inzwischen Routine. Ja, aber eine Vorbereitung gehört ja trotzdem dazu. Weil ich kann ja nicht über jeden sofort immer 3 bis 10 Informationen haben und dann sagen, ach, gucken wir mal, zu wem es vielleicht passt. Ne? Wenn ich dann irgendwie einen Fußballer frage, wann haben Sie Ihre letzte LP aufgenommen, wäre vielleicht auch nicht so gut. Da gab es eine interessante Geschichte. Kennst du die? Da ist mehrere. Ich kenne die eine Geschichte, die finde ich so, ich würde fast sagen, oberaffengeil. Du gehst auf den Pornostar zu und es ist ein Leichtathlet. Erzähl mal. Hat sich gut vorbereitet. Apropos zum Thema Vorbereiten. Ist sehr gut vorbereitet. Ja, es war in Ungarn, da gab es tatsächlich auch diese sogenannte VIP-Liste und ich hatte einen riesen Streit mit den ganzen RTL-Leuten. Alle waren dagegen, ich war dafür. Ein berühmter Pornostar sollte zur Formel 1 kommen, Rocco Siffredi. Und kennt der, die alle, ne? Der lebt in Budapest. Kennt natürlich keiner, weil keiner so. Die Filme kennt. Ist völlig klar. Jedenfalls Rocco Siffredi sollte hinkommen, war als Ehrengast vorgesehen und irgendwie habe ich versucht, mich mal durchzusetzen und sagt, also komm, der ist doch schon Kulturgut und er ist doch hier nicht anstößig, wenn er hier rumläuft, man kann ihm 3 Fragen stellen. Dann sage ich zu meiner Aufnahmeleiterin auch, Rocco Siffredi soll hier sein, also wenn du ihn siehst oder so, gib mir mal ein Zeichen irgendwie und ja, alles klar. Dann kam da hinten ein Mann auf mich zu, ein Rocco Siffredi dieses Typs. Meine Aufnahmeleiterin guckte mich glücklich an. Ich denke, da ist das Zeichen. Gehe auf ihn zu und fange schon an zu reden und sage, meine Damen und Herren, Sie kennen ihn sicherlich alle unter der Kategorie Spitzenfilme für Erwachsene. Hier ist Rocco Siffredi, welcome hier. Und fange an, mit ihm zu reden. Und wie sieht das mit den Chancen heute aus? Und er war sowas von auf den Punkt fit und sagte nur, ja, Schumacher mit seinem neuen Frontflügel könnte natürlich hier, aber es ist eine Strecke, da kann man schwierig überholen. Also kommt auf einen guten Start an und hier ist besonders immer durch die anderen Sitzungen ist die Strecke zwischendurch dreckig. Also der wusste alles. Habe ich nur gesagt, Mensch, klasse, das war eine tolle Analyse. Vielen Dank, Rocco Siffredi. Hab weitergemacht, Dienst nach Vorschrift, war alles gut. Damals gab es zum Glück noch nicht diese Smartphones und kein Social Media. Da gab es dann, da fing es, glaube ich, gerade erst mit den ersten E-Mails im Computer an, dass man da quasi keine Leserbriefe mehr bekam, sondern aber auch ein direktes Feedback. Und dann meldete sich dann jemand quasi bei mir in der Computerbox. Lieber Kaebel, ich bin ein Freund von RTL, ein Freund von Ihnen, ein großer Fan Ihrer Berichterstattung und genieße Ihre Interviews. Leider muss ich Ihnen sagen, dass Sie gestern einmal falsch gelegen haben, denn Sie haben vermeintlich Rocco Siffredi interviewt beim Großen Preis von Ungarn. Ich komme selber aus dem früheren Jugoslawien. Ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, das war ein sehr berühmter jugoslawischer, Achtung jetzt, Stabhochspringer. Also der kam natürlich irgendwo, hätte man es darauf führen können, aber als ich dann danach in der Talkshow mal darauf angesprochen wurde, wie mir das denn passieren kann, habe ich nur gesagt, das war halt der Fehler, ich habe Rocco Siffredi nicht erkannt, weil er komplett bekleidet war. Man sollte auch nie verlegen sein um eine Ausrede. Ja. Jetzt hat er aber natürlich uns alle ein bisschen heiß gemacht. Erstmal, es gibt viele schöne Storys. Gibt es noch eine zweite? Nee, es gibt jede Menge. Naja. Nur das soll ja hier das Gespräch nicht zu sehr sprengen, aber es passiert halt ständig. Die immer kommen alle heute Abend noch zum Event. Ja. Nein, es passieren die verrücktesten Dinge. Man sitzt auch manchmal, sind es die normalen, es müssen ja nicht immer die Promis sein. Es sind einfach manchmal so Dinge, die bleiben bei mir einfach im Kopf hängen. Jetzt bin ich zum ersten Mal in Indien und fahre da mit einem Kollegen, mit einem Korrespondenten von der FAZ, sitze ich im Auto zusammen. Wir haben einen Fahrer, weil in Indien fährt man nicht selbst. Da ist ja auch gerne mal 8-spurig. Da sitzen noch mal 7 Mann auf dem Motorrad. Dann kommt mal eine heilige Kuh, dann kommt der Verkehr zum Erliegen und, und. Jedenfalls der schlimmste Verkehr, den ich jemals erlebt habe, war in Indien in Delhi. Und dann fahren wir los und sehen parallel von uns sehen einen Zug und dann spreche ich meinen Kollegen von der FAZ an, weil ich auch mal neugierig bin, möchte wissen, was los in dem Jahr. Ich sage, oh Mann, ich sage, da ist aber ein Zug. Ich sah nur
die hatten keine Fenster, aber es waren so, so richtige Gitter waren das. Das war so ein richtiger Verhaus, ein regionaler Zug. Und ich sah, wie so Gesichter an den Scheiben klebten und alles. Und dann denke ich, sage ich, das ist aber auch nicht gemütlich. Der ist aber auch mal richtig voll, der Zug. Guckt er so rüber und sagt so allen Ernstes, nein, sagt er so, der Zug, der ist jetzt nicht ausverkauft. Ich sage, woran machst du das fest? Sagt er, ja, das Dach ist noch frei. Also das sind auch so Dinge, ne, das ist bei mir auch hängen geblieben. Zug ist nicht ausverkauft, Dach ist noch frei. Nur in Indien. Das gibt es hier bei uns im ICE nicht. Kai Ebel ist verheiratet, das macht die Frau die ganze Zeit, wenn er durch Indien, durch Aserbaidschan, auch die langweilt sich nicht, weil zum einen, sie ist ja selber auch Künstlerin, das heißt, sie hat eigentlich, das ist das Interessante, ja, da kann man sich auch vorstellen, warum ich mich mit der Mode ganz gut befasse, vielleicht sogar ansatzweise auskenne, weil sie ist gelernte Modedesignerin und Künstlerin, hat also Mode und Kunst studiert, zweimal sogar, einmal in Rumänien, in Bukarest und einmal in Düsseldorf an einer in Ella, an der Kunsthochschule oder was ist es, oder Modeschule Ella ist das, glaube ich. Da hat sie dann nochmal das Ganze gemacht für Deutschland. Und also zum einen malt sie immer noch leidenschaftlich gerne, obwohl sie auch mal eine künstlerische Pause jetzt eingelegt hat, und hat eine unglaubliche Liebe für Pferde. Und da wir zwei Pferde haben und sie die nicht gerne alleine lässt, reist sie nicht mehr so viel mit. Reitpferde. Früher ist sie halt gerne mal mitgekommen, hat sich so 6, 7, 8 Rennen im Jahr mit angeguckt, aber wenn man dann einmal das alles erlebt hat und dann das alles gesehen hat und jetzt haben wir zwei Pferde, dann sagt sie, nee, die Pferde möchte ich nicht allein lassen, und da ich ja immer wieder komme wie ein Bumerang, kriegen wir das auch so immer wunderbar hin. Und außerdem sagt sie auch, Mensch, das ist ja dein Büro vor Ort und wer nimmt schon seine Frau mal regelmäßig mit ins Büro? Das ist eine gesunde Einstellung von beiden. Ihr habt ja auch, Und man freut sich immer aufeinander, ist das nicht schön? Ja, klar. Ja. Und es gibt ja auch diese wunderbaren Bilder, wo ihr geheiratet habt. Ja. Du musst selber lachen, auch, weil es so schön war. Ja, war sehr schön, ja. Wir waren ganz alleine, war niemand dabei, außer der Fotograf. Mit weißem Zylinder? Ja, ich mit weißem Zylinder, ich in weiß, sie als schwarze Braut. Wir haben es einfach mal andersrum gemacht. War auch sehr schön. Ich hatte so ein cremefarbenes Dress, kann man schon sagen, an. Das war herrlich. Aber ich glaube, zu deinem 500. Rennen macht die Mila ein Hemd. Ja, das wäre eine Idee, das stimmt. Ja. Das halten wir mal fest. Musst du ein bisschen hinterher sein, dass ich es auch fertig kriege. Okay. Das halten wir so fest. Ja. Und ich bin der Meinung, nach dieser wunderschönen Hochzeit soll es auch mal sowas von normal sein, dass er bloß einmal heiratet. Genau. Ja, das halten wir jetzt auch fest. War ja das zweite Mal. Ach, so. War das zweite Mal, ja. Von daher sage ich genau. Aber eben mit Steigerung. Das war es jetzt aber. Ich bin jetzt ausgeheiratet sozusagen. Das war es jetzt, ja. Naja, es gibt. Ist ja meine zweite Ehe. Berühmte Politiker und so weiter. Das aber Politiker sind in keiner Weise mein Vorbild. Von daher, das ist schon in Ordnung. Obwohl, das sollte nicht sein. Manche Politiker, so wie der Ebel, auch so ein kleines bisschen, sagen wir mal. Auch wenn die sich so kleiden würden, fände ich schon gut. Dann käme endlich Farbe in die Politik. Ja, das wäre mal was, ja. Wie stehen wir überhaupt zur Politik? Ich bin interessierter Laie. Also ich kann mir nicht vorstellen, in die Politik zu gehen. Ist mir auch, ehrlich gesagt, alles ein bisschen zu verlogen. Ebel, bleib bei deinen Reifen. Dann bleibe ich lieber bei meinen Reifen. Genau. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Aber ich könnte mir vorstellen, Paradiesvögel sind sie ja alle. Und die meisten werden natürlich auch sagen, ich mag den Ebel. Und dann gibt es genauso viele. Es gab mal einen berühmten Mann in Berlin beim Rias, Lord Knut. Der hat uns immer sonnabends im Osten erzählt, wer keine Feinde hat, hat auch keine Freunde. Ich denke, so ähnlich sieht das auch Kai Ebel. Ich merke immer wieder, dass ich stark polarisiere. Ja. Dass man mich entweder mag oder nicht mag, aber es gibt kaum was dazwischen. Aber unser alter Programmdirektor hatte auch mal so einen ähnlichen Spruch. Der sagte ja auch immer, im Seichten kann man nicht ertrinken. Und sagte also, entweder man ist Schwimmer oder Taucher, aber dazwischen ist auch langweilig. Genau, Dr. Thoma. Das ist langweilig, so sehe ich das auch. Also mir ist lieber, sie hassen mich, also sie lieben mich, solange der Name richtig geschrieben ist. Aber das, glaube ich, passen wir gut zusammen. Das ist wie mit meinen Hemden. Ja. Die werden gehasst oder geliebt. Ja, die polarisieren auch, absolut. Ja, und ich könnte mir vorstellen, selbst die, die ihn nicht so mögen, wollen ein Selfie von ihm. Aber immer. Das ist schon oft vorgekommen, ja. Und dann hinterher sagen sie, auch so schlimm ist der ja gar nicht. Habe ich auch schon alles erlebt, aber gut. Das kommt mit der Reife des Alters. Ja, ich bin da immer wieder bereit zu kompromissen. Ich diskutiere auch gerne, es kommen ja auch viele, wenn die sich aufregen und eure blöde Werbung und so, dann gehe ich hin, versuche ihnen zu erklären, warum es so ist und dass sie aber einschalten und nichts bezahlen müssen, wenn sie die Formel 1 sehen. Anderswo müssen sie bezahlen, wenn sie keine Werbung sehen wollen.
wenn man denen das dann mal ruhig und sachlich erklärt. Viele glauben das dann, aber es gibt natürlich auch Unverbesserliche, die einfach sagen, ah Mensch, die Visage gefällt mir nicht oder der grinst mir zu viel oder der stellt mir zu unkritische Fragen, das will ich alles nicht. Dann habe ich auch keine Chance. Wenn sie keine Chance geben, aber dann sollen sie einen anderen Knopf drücken, dann ist ja auch okay. Muss es zum Bezahlsender. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man da jemanden hat, der zum Beispiel in einem Jahr, ich werde das nie vergessen, wo Michael Schumacher fast jedes Rennen gewonnen hat, aber wirklich fast jedes. Und dann, ja, den müssen wir mal ein bisschen kritischer angehen. Ich sage, der wird gerade zur Legende, gewinnt da jedes Rennen, macht aus Ferrari ein Winnerteam und dann steht er wieder oben und duftet nach Champagner und dann soll ich sagen, was haben sie denn heute wieder für einen Scheiß gemacht? Also ich sage, Freunde, irgendwo ist mal Schluss. Man muss auch mal anerkennen, wenn jemand da Leistung bringt, wenn die deutsche Nationalmannschaft so spielt, dann liest man auch nur Hosiana, ne? Das ist eben so. Ja, jetzt sind wir jetzt wieder beim Fußballthema. Ja. Na eben, Nationalmannschaft reicht nicht, ne? Beides reicht nicht. Nee. Ach, das sowieso nicht, nein. Nein. Ich meine, weil es wäre ja nicht schlecht, neben Jürgen Klinsmann mal kritische Fragen zu stellen. Ja, aber das ist ja eine Sache, das entscheidet ja RTL und da wollen sie vielleicht nicht so einen schrillen Vogel dann haben im Fußball, das entscheidet ja RTL. Also ich möchte jetzt von mir weisen, dass ich nicht genug Kompetenz für Fußball hätte. Also wer in Mönchengladbach 100 Meter vom Bückelbergstadion aufgewachsen ist, der weiß, was mit dem runden Leder anzufangen. Und alle sind durch die Küche bei ihm in die Stube rein. Alle. Ja. Wie das kam, liegt natürlich an seinem Vater. Mutter. Oder Mutter. Mutter, Vater, beide, ja. Hatten beide, gehörten zum Bekanntenkreis, ja. Vielleicht Günther Netzer habe ich noch getroffen vor ein paar Wochen. Ich war in Sylt auf dem Urlaub und da saß er neben mir in der Sansibar und sagte, ach Mensch, da komme ich aber nochmal rüber an den Tisch. Sagt er, so und jetzt machen wir nochmal ein Foto für die Mama. Haben wir ein schönes Netzer zu mir gesagt, wir machen jetzt ein Foto für die Mama. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist herrlich. Da habe ich mich richtig gefreut. Und dort kam dann wahrscheinlich aber auch schon so ein bisschen das Gehen durch, ne? Was da heißt? Fernsehen, ja, das kann sein. Irgendwann fing das an. Also solange ich denken kann, wollte ich eigentlich schon immer vor die Kamera und ins Fernsehen. Aber eigentlich habe ich auch immer an die Unterhaltung gedacht. Radio Luxemburg war das große. Fand ich auch toll. Alles, was mit Medien zu tun hat. Ja, damals gab es nur Radio und Fernsehen, ne? Aber Zeitung, habe ich direkt gemerkt, ist eine Grundausbildung, aber nicht so mein Ding. Lieber Radio, Fernsehen, Rheinische Post bin ich ausgebildet worden. Ja, war aber nicht so, hat Spaß gemacht, aber ich wusste, da will ich nicht enden. Es war immer das Fernsehen, aber Unterhaltung habe ich auch mal dran gedacht, weil ich fand Peter Frankenfeld cool, ich fand Rudi Carrell gut, die Stars unserer Zeit, Showmaster, mal so eine Showtreppe runterkommen, fand ich auch alles toll. Aber im und Endeffekt, dazu braucht man dann natürlich wieder die Hemden. Ja, also ja, es ist alles irgendwie verwoben hier, ich merke das schon. Ne? Passt alles irgendwie zusammen. Aber im Endeffekt war ich auch immer Sportfan und von daher, sage ich mal, Fernsehen und Sport, so habe ich es dann eben auch angetroffen. Hast du selber Fußball gespielt? Aber nur mehr oder weniger in Thekenmannschaften. Ich habe zwar beim Studium habe ich auch einen weißen Trainerschein mal gemacht beim Fußball, aber ich habe nie richtig im Verein gespielt. Das nur immer freizeitmäßig, aber regelmäßig auch. Kann ja nicht alles machen. Weißt du, dass der Diplom-Sportlehrer ist? Ich habe auch mal was gelernt. Weißt du das? Nein, das ich könnte nicht. Was Ordentliches machen, wenn ich möchte. Ja. Ich habe einen Titel, Diplom-Sportlehrer, hat er recht. Da staunt man, ne? Der Laie wundert sich. Der Fachmann staunt drüber. Wir hatten vor uns den Namen Michael Schumacher. Ja. Tragödie, Drama, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wie umschreibt man es? Ja, eine der größten insgesamt Geschichten, die ich in meiner TV-Karriere erleben durfte, konnte, musste, wie auch immer man das nennt. Von A bis Z könnte man jetzt ein abendfüllendes Thema draus machen. Ich versuche es weitestgehend abzukürzen. Ich erlebe, wie eine Legende entsteht, erlebe selbst, wie man im Windschatten dieses Mannes plötzlich selber prominent wird, ohne dass man was dafür kann. Ich habe es ja am Anfang gar nicht so gesehen, ja. Ich wollte ja berichten. Mir hat Spaß gemacht. Auf einmal muss ich Autogramme geben, Fotos machen. Ja. Und warum? Weil ich immer der Mann war, der ihm die entscheidenden Fragen gestellt hat. Und wenn ich rausgekommen bin mit meinem Mikro in der Hand in Hockenheimring, dann haben die Welle angefangen. Ist kein Witz auf der Haupttribüne, weil sie wussten, jetzt geht's los gleich. Ich war immer so der Vorbote, wie der Conferencier von Herrn Schumacher, mehr oder weniger. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber so war's. Dann wächst man mit dem Jungen auf, all die Jahre, 7 WM-Titel holt er, tritt zurück, kommt wieder. Dann machen wir gemeinsam eine Offroad-Show sozusagen für seinen Sponsor, die DVAG, war jahrelang sein Hauptsponsor, sind wir durch deutsche Städte gereist und haben eine Roadshow gemacht, wo es hieß ein Abend mit der Nummer 1, wo Michael Schumacher, da ist er schon zurückgetreten und ist auch aus meiner Sicht in seinem Leben, Rücktritt von Mercedes, nicht von Ferrari, sondern der richtige Rücktritt.
und ist auch im Leben angekommen. Man merkte, der ist jetzt entspannt und er plaudert über sein Leben, wie er das sieht, wie die Erfolge waren, die Vermögensberater. Es war keine Öffentlichkeit dabei, nur 1500 ungefähr bei jeder Veranstaltung ausgewählte Vermögensberater, die sich das anhörten. Und wir haben geredet über alte Zeiten, über seine Hobbys, über seine Siege, über die WM, was alles zwischendurch passiert ist. Und das war eine ganz tolle Sache. Dann haben wir viel Backstage miteinander gesessen. Und das war dann auch toll. Dann sagt er nach der Auftaktveranstaltung im Admiralspalast in Berlin, sagt er zu mir, Mensch, das war super, hast du klasse gemacht. Das macht richtig Spaß, geile Show, gut, dass wir noch ein paar davon haben. Ich sage, ja, ich freue mich auch schon, aber ehrlich gesagt, danke, Michael, aber so ein Lob habe ich in 20 Jahren Formel 1 von dir nie bekommen. Nee, sagt er, ach, da war ich bestimmt im Tunnel gerade. So war er dann halt auch, ne? Ehrlich, gerade raus. Und er war nie arrogant, was viele gesagt haben während seiner aktiven Zeit, aber er war immer fokussiert auf das, was er macht. So, jetzt komme ich zu Ende der Geschichte und dann die letzte Veranstaltung. Da sagt er nochmal, Mensch, sollen wir nochmal zusammen was essen gehen? Lass doch nochmal irgendwie so ein bisschen Witze erzählen und alles. Ja, machen wir gerne. War Nürnberg, letzte Veranstaltung, kurz vor Weihnachten. Nürnberg gewesen, dann hinterher essen und trinken gegangen, in so einem Keller, ich habe den Namen vergessen, war sehr, sehr lustig, haben auch Schnaps getrunken. Dann sage ich, Mensch, wie geht's für dich jetzt weiter? Ich fahre morgen nach Hause. Och, ich fahre jetzt in den Skiurlaub, der Flieger ist noch hier, Corinna mit den Kindern schon vor, morgen geht's in den Skiurlaub. 4 Tage später sitze ich zu Hause auf der Couch und sehe nur Michael Schumacher schwer verunglückt, schwerer Unfall. Sag ich, nee, kann nicht sein, der ist im Urlaub. Das ist eine Ente, das stimmt nicht. Dann kam plötzlich Skiurlaub in Meribel und da wusste ich, es stimmt und da ist bei mir alles, ich war sprachlos. Und das hat sich ja im letzten Jahr zum 5. Mal gejährt. Eine ganz schlimme Geschichte, ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle, wenn man das sieht, so eine Legende, dass das passiert. Der Mann, der alles gemacht hat, auch vom Bungee-Springen über Helikopter, was hat er gemacht, Fallschirmspringen, alles, was dazugehört, alles, was gefährlich ist, Motorradrennen gefahren, Autorennen gefahren, maximal ein Beinbruch ist dabei rausgekommen. Und dann wechselt er die Piste irgendwo, wo ein bisschen Tiefschnee ist, fährt mit 25 Stundenkilometern und schlägt sich dermaßen den Kopf an. Und dann ist die Ersthilfe nicht gut. Dann im Krankenhaus muss wahrscheinlich auch noch was falsch gewesen sein oder war erstmal im falschen Krankenhaus. Und dann passiert diese Tragödie. Also da habe ich eigentlich gar keine Worte mehr. Man nennt das dann, glaube ich, Schicksal. Ne? Also ja. das kann man, das ist ja ein Drama, ein Roman, das kann man ja gar keinem erzählen. Ne? Das ist wirklich bewundernswert, wie die Familie da bis heute mit umgegangen ist. Und auch Kompliment auch mal an alle Kollegen oder Journalisten, wie pietätvoll da alle mit umgegangen sind und dass man dieses Thema so behandelt, wie es behandelt worden ist. Aber es ist heute noch schwer für mich, damit umzugehen. Es vergeht bis heute. Der Unfall ist 5 Jahre her. Kaum ein Tag, wo mich nicht einer fragt, Mensch, weißt du, wissen Sie nicht ein bisschen mehr über Michael Schumacher? Kann ich auch nur sagen, nein, ich weiß nur, es steht nicht gut, weil wenn es gut stehen würde, dann würde es sicherlich eine Pressekonferenz oder eine Newskonferenz geben, wo man den Fans und den Freunden und der Familie und allen mitteilen würde, das ist der Stand. Deshalb ist also diese Geschichte mit Verlegung nach Paris und so weiter sehr, sehr abwartend zu beurteilen. Ne? Absolut abwartend, weil wir wissen alle nicht, warum das so ist, ob das stimmt, was da steht. Ich bin da mal vorsichtig, wenn ich etwas nur aus der Zeitung entnehme. Ich recherchiere immer lieber gerne selbst und möchte mich davon überzeugen, A, ist er wirklich da? B, ist es was? Stimmt das, dass da Stammzellen ins Herz gespritzt werden? Und C, was bedeutet das Ganze? Muss man erstmal alles zu Ende recherchieren, bevor man da schon wieder einfach was übernimmt, ungeprüft? Und ich kenne auch seinen Manager sehr gut, also den ehemaligen Willi Weber. Mit dem haben wir alle 14 Tage bei uns auf dem Sender Vorschauen gemacht und so weiter. Das hat den auch richtig mitgenommen. Ja, natürlich. Das hat den auch richtig mitgenommen. Es war sein Leben. Genau so ist es. Michael war seine Aktie, auf die er gesetzt hat, als keiner dran geglaubt hat. Der hat bei der Lotterie mitgespielt, da wussten viele andere noch gar nicht, dass es eine gibt. Ja. Bin auch ein bisschen stolz, dass ich auf der Rennbahn in Kerpen mal 3 Runden drehen durfte. So wie der Kai Ebel auch ja da mal. Da sprechen die heute noch von. Ja. Seitdem sind die. Bei der Minusrekord, ne? Aber war damals sehr schön, war Pressetermin, durfte man mitmachen. Ja, Ebel ist auch schon mal Formel 1 gefahren? Ja. Aber alleine? Ja, auf der Lausitz, das hatte ich ja schon gesagt, dieses Formel 1 für jedermann habe ich da gemacht. Indycar so, gab es dort mal. Indycar gab es, nee, aber wir haben da so einen Lehrgang gemacht, richtig. Formel 1 für jedermann, da bin ich auf der Lausitz. Einen alten BAR bin ich da gefahren, British American Racing. Aber es ist unglaublich, wie schnell? Das einfach mitzugehen, ich weiß nicht,
vielleicht auf der Geraden mal so an die 200, aber mehr war es nicht. Weil man ist so damit beschäftigt, erstmal, da wurde ja noch manuell geschaltet. 200 fahren wir aber alle auf der Autobahn. Ja, na klar, aber also das ist ja was anderes in dem Auto. Ich wollte es gerade sagen, interessant ist erstmal, was man in dem Auto alles zu tun hat und Kurvengeschwindigkeiten, die dann sehr hoch sind. Weil die hat man mit dem normalen Auto nicht. Das sonst klar, 200 bin ich auch schon schneller gefahren, aber es ist in einem Rennauto noch was anderes. Wenn man im Formelauto sitzt mit dem Arsch auf der Erde, sieht das alles nicht und es ist ja nur ein kurzes Stück, da hat man ja gar nicht so viel Zeit zu beschleunigen, da muss man schon wieder bremsen. Und auf der Autobahn fahren wir ja kilometerweise geradeaus. So lange geht das ja auf, vielleicht in Aserbaidschan und in Mexiko, aber sonst auf keiner Rennstrecke. Übrigens, wieso kann eigentlich der Vettel nicht mehr Auto fahren? Der Vettel kann noch Auto fahren, aber andere können halt auch Auto fahren und wenn man sich im Auto nicht so wohl fühlt, der hat nämlich gerade ein übersteuerndes Auto, das dem Michael Schumacher sehr, sehr gefallen würde, mit einem unruhigen Heck, der konnte damit super fahren, der Sebastian hat lieber ein anderes. Und sein Teamkollege kommt damit besser zurecht, ohne jetzt auch alle Details zu kennen. Das heißt, er hat einen unruhigen Hintern. Genau, genau. Und damit tut er sich einfach schwer und wenn er sich dem Auto nicht anpassen kann, dann wird es halt schwer, ne? Weil das Auto ihm anzupassen, alles umzubauen, das dauert halt, das würde man so nicht hinkriegen. Aber er muss zumindest dann mal gucken, dass er in dem Auto keine Fehler macht und über die Linie kommt. Und sei es dann auch nur als Zweiter oder so. Aber erstmal ankommen. Und das ist jetzt mal wichtig, weil beim letzten Rennen hat er einen Fehler gemacht. Hat es auch selber eingesehen, ärgert sich auch. Das muss er jetzt schnell vergessen machen. Jetzt waren aber die letzten zwei Rennen beide unglücklich. 6 Punkte, wa? Hätte schon mehr Punkte holen können, aber im Moment... Nee, ich meine jetzt... In Flensburg. Punkte ja. In Flensburg. Auch nur für einen Fahrfehler gibt es nicht unbedingt Punkte in Flensburg. Aber wenn man... Aber wie letztens, wo er dann wieder rauskam, nachdem er da rückwärts eingeparkt da hatte. Da hat man ihn ja auch für bestraft. Da hat er ja ein Penalty Sekunden. Für bekommen. Ja. Das war, wie gesagt, ein bisschen übereifrig und Kategorie Fehler. Das muss er zumindest schnell abstellen. Aber es ist ganz, ganz schwer, weil wenn er gerade Gegenwind hat, sein Teamkollege Rückenwind und hat auch noch das Management von Familie Todd im Rücken, ist nicht ganz einfach. Kriegt er das noch auf die Reihe wieder? Also dieses Jahr wird das nicht. Ja, dieses Jahr nicht mehr. Aber ich das denke, also er ist so ehrgeizig, der hört nicht auf, wenn es gerade nicht läuft. Mhm. Also er hat einen Vertrag im nächsten Jahr und ich gehe davon aus, er gedenkt, den zu erfüllen. Okay, gut. Ja. Dann vergessen Sie alles. Vergessen Sie wirklich alles, was mit Bitcoins und so weiter auf Sie zuprasselt. Hier kommt der Geheimtipp, können Sie jetzt schon anlegen, bei jedem Wettbüro für den neuen Weltmeister. Max Verstappen, genau. Der wird es dann aber erst im nächsten oder übernächsten Jahr. Weil dieses Jahr, da braucht man keinen Rechenschieber mehr für, wird der Hamilton das in aller Ruhe nach Hause fahren. Warum? Weshalb? Wieso? Weil der Vorsprung so groß ist. Nee, das ist, kommt der Verstappen? Er hat die besten Informationen? Ich glaube, dass Red Bull immer noch die besten Autos baut. Der Motor von Honda noch nicht ganz so stark ist, der noch stärker wird in den nächsten Jahren. Und dass dann das Gesamtpaket stimmt. Und wenn man dann den, aus meiner Sicht, momentan schnellsten Fahrer in der Formel 1 mit Max Verstappen im Auto hat, der auch wenig Fehler macht und der immer mehr dazu lernt und bald gar keiner mehr macht wahrscheinlich, dass das Paket nicht aufzuhalten ist. Das glaube ich. Und deswegen denke ich, wenn da alle Komponenten stimmen, gehört ja immer mehr was dazu, dann wird er auch Weltmeister. Also glaubt mal alle nicht, dass der Verstappen im Mercedes nicht auch schon Weltmeister wäre. Es kommt immer darauf an, was man auch für Material hat. Das ist das Interessante an der Formel 1. Ein Boxer, der hat sich selbst, der braucht seine Boxhandschuhe, seinen Trainer, seine Ecke, das war's. Aber ein Formel 1-Fahrer, der ist schon sehr darauf angewiesen, was das Team ihm da für ein Auto hinstellt. Also hinten den Williams da im Moment, den würde der Hamilton auch nicht auf die Pole stellen. Das erlebt er alles noch und dann mit ihm zusammen. Ja. Mit einem Verstappen-Hemd. Gibt es denn überhaupt schon ein Hemd, einen Vorschlag, ein Designer, eine Lösung für den berühmtesten Manager der Formel 1? Wer soll der berühmteste Manager der Formel 1 sein? Wer denn? Der Chef, mit dem wir auch schon mal im Wohnwagen zusammengequatscht haben. Der berühmteste Manager, das ist vielleicht jetzt ein bisschen falsch formuliert. Okay. Jetzt wüsste ich nicht, um wen es gehen sollte. Um den berühmtesten Mann in der Formel 1? Ecclestone. Der ist ja kein Manager, er war ja der Chef der Formel 1. Ist ja was ganz anderes. Na gut, aber der managt doch alles. Oder? Bis jetzt haben wir, weiß nicht, René, hattest du schon mal ein Hemd für ihn vorgesehen? Nein. Aber eigentlich wäre Imperator dann der Richtige, ne? Muss man sagen. Also vom Gefühl her würde das passen. Ja. Weil der Bernie ist ja nicht mehr da, was ich übrigens sehr bedauere. Der ist natürlich nicht mehr da. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr auf ihn gekommen. Deswegen habe ich gerade überlegt. Wer managt den Hamilton? Da gibt es mehr, so mehr oder weniger, das ist kein Einzelner, das ist
ein Konglomerat. Wie alt ist der, Vettel managt sich selbst. 86. Verstappens Manager kenne ich, aber den kennst du, glaube ich, nicht. Bernie müsste jetzt 87 werden dieses Jahr, ja. Müsste diesen Monat oder diesen oder nächsten Monat wird er 87. Ist er noch richtig fit? Ja. Ja? Ja. Also da können sich viele noch ein Stück von abschneiden, wie viel bei ihm hier oben noch funktioniert. Also er kennt den Ebel. Das sieht doch gut aus. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Das wollte ich auch. Und er wird, also ich glaube, in Sochi treffe ich ihn wieder. In Moskau ist er eigentlich, also in Russland ist er eigentlich immer da. Ist ja ganz dick mit Putin. Da gibt es auch ein schönes Foto, da, wo du mit einem Regenschirm mit... Genau. Ja, ja. Hattest du gar ein Hemd von mir an. Ja, das war jetzt gemein von mir, diesen, das war die Brücke, ja, diesen Egglestone jetzt auf einmal mit reinzuschieben, in der Hoffnung, dass er ihn wiedererkennt. Aber ja, da war er selbst zu weit weg schon wieder. Ne? Ja, ja. Das soll es gewesen sein, lieber Kai Ebel. Wir waren so schnell wie noch nie. Das ist gut, die Formel 1 ist ja auch schnell. Na, meine ich doch. Ich bin ja auch gerne immer auf der Pol. Wir waren über 40 Minuten auf der Strecke. Das ist sehr lange, ja. Ohne. Für mich sehr lang. Ohne Zwischenstopp. Ohne Tankdeckel, ja, ohne Tankdeckel abzuschrauben. Wann kommt denn jetzt wieder die nächste irre Geschichte, nachdem das mit den Reifen? Ich glaube, die meisten wissen ja immer noch nicht, warum auf einmal der Reifen mit Rot, ja, und der ändern, mit Weiß. Die ändern ja ständig was. Also ich glaube, 21 mit der Reglementsänderung, da wird wieder irgendein Ding kommen. Ich bin sehr gespannt. Wie beim Fußball mit der Videoanalyse. Genau, genau. Irgendeinen Irrsinn werden sie schon wieder verzapfen. Aber ich lasse das auf mich zukommen. Er wird dabei sein? Er wird dabei sein? Als Influencer? Denn irgendwann müssen wir schon mal über Chemnitz hinaus. Weil er hat mir heute gesagt, da wart ihr noch nicht da, da habe ich so einen schönen Laden, habe ich so schöne Hemden, habe ich so schöne Kreationen. Und die Autos fahren alle vorbei. Wir müssen als würden draußen, die Rennen ja draußen fahren. Wir müssen da draußen, müssen wir einfach mal so ein Boxenstopp-Team aufstellen, die alle reinwinken. Einer mit dem Lollipop, wo Germans draufsteht und dann sofort hier ran. Dann geht's. Das ist vielleicht die Innovation, die wir hier noch brauchen. Die haben wir jetzt ausgesprochen. Machen wir so, genau. Es ist schön, dass er vorbeigekommen ist. Jetzt geht es um die Umsetzung. Jetzt geht es um die Umsetzung. Ja. Herrschaften, hat mich gefreut. Mich auch, dankeschön. Kai Ebel, René König, Zimis Klappe. Wenn Sie die verpassen, sind Sie selber dran schuld.